Heikon lebejo, isha jaun urato matushantal weyan katentin wetelobe, kabeyakin sulsikon kukulkan. Und mit diesem krassen Bauchredner und der wackelnden Kamera herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tomb Raider. Ich habe ein geiles, schniekes Outfit das letzte Mal bekommen und wir sind durch die Höhlen von Moria oder wie auch immer mit den ganzen Bergorks durchgerannt. Und jetzt verlasse ich diese Höhle und wünsche euch viel Spaß mit dieser Runde. Ich bin gerade erst nach meinem Mittagsschläfchen aus dem Bett gekugelt, es ist jetzt 18 Uhr. Und was passt da besser, als einfach direkt an den Computer zu gehen und eine Folge Tomb Raider aufzunehmen? Ich weiß nur gar nicht mehr, was uns hier jetzt erwartet, was ich machen muss. Wo muss ich denn hin? Da vorne muss ich scheinbar zu der Brücke. Okay, das sollte doch machbar sein. Hallo. Ich kann einfach an euch vorbei, weil ich so ein schniekes Outfit anhab. Und den lasst ihr einfach da liegen? Und den da auch? Hallo? Sonst geht's euch gut? Das stinkt doch irgendwann. Ich hätte noch mit dem reden können. Aber naja, egal, was soll's. Gehen wir einfach rein. Gar nicht nachfragen, einfach reingehen. Eieiei. So viele Gefallene. Viel mehr Rebellen als Kultisten. Ich sehe hier keinen Kultisten, der gefallen ist. Außer die haben die ausgezogen und Lara erkennt das. Aber warum lassen die die liegen? Das ist ja richtig widerlich. Fällt keinem auf, dass ich da einfach mal so vorbeilaufe? Guck mal, ein Fels. Was ein schicker Garten hier ist. Gut, ich glaube, ich muss aber da die Treppe hoch. Lara, deine Verkleidung ist gut. Ich kenne die Parole für das Gefängnis, in dem meine Mutter sitzt. Unschuldsaugen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Verstanden. Wir holen sie raus, Edsley. Da ist noch etwas. Hakan wurde ergriffen. Alle unsere Rebellen müssen uns im Kampf unterstützen. Der Vater meiner Freundin Kayara. Mal sehen, was ich tun kann. Geopfert wird, ich. Fällt sie einfach ihm ins Wort und... Ja, sei still. Aber warum können die sich dann scheinbar doch hier frei bewegen oder doch nicht? Und nur Erhabene und Eingeweihte dürfen den heiligen Boden betreten. Unschuldsaugen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Du darfst hinein. Ah, okay. So einfach ging das. Gut. Jetzt hier dürften ja keine Wachen, keine... Fallen oder irgendwas ähnliches sein. Ich müsste ja einfach durchlaufen können. Wie lange willst du diese alberne Rebellion noch weitertreiben? Bis wir gesiegt haben und du keine Bedrohung mehr bist. Amaru, vergiss nicht, wer du bist. Ich bin einer von euch. Ja. Ich habe mein ganzes Leben lang alles für Paititi getan. Ja. Bin ich denn der Einzige, der die Bedrohung erkennt? Ja. Paititi. Wird diese Invasion nicht überstehen? Ja. Hat uns das Schicksal dem Untergang geweiht? Ja. Die Schatulle ist weg. Also wenn ich das richtig verstehe, der Typ hat Angst, dass sein Dorf von der Zivilisation überrannt wird und deswegen will er die ganze Welt unterjochen. So rum, richtig? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Und warum weiß er, dass die Schatulle weg ist? Das haben wir erst schmerzhaft rausgefunden und plündern jetzt erstmal einfach alles hier. Ja, er weiß das schon die ganze Zeit. Sehr seltsam. Und wo ist sie, wenn du weißt, dass sie weg ist, wo ist sie dann wirklich? Naja, dann befreien wir doch mal unsere Chefin, unsere Leaderin, wie auch immer. Und ich finde es ja lustig, dass ich ja einfach... Jonah, ich weiß, wo sie ist. Ich gehe rein. Okay, wir sind unterwegs. Hast du das Beben vorhin gespürt? Ja, als ich im Cenote war. Das war ein Vorbeben. Bald geht's dann richtig los. Wir müssen uns beeilen. Ja, wenn Honorato frei ist, suchen wir gemeinsam die Schatulle. Ja, die Schatulle ist ja aber scheinbar nicht mehr hier. Oh. Also irgendwie ist die Brücke ziemlich wackelig.
Soll das so? Tut mir leid. Niemand darf passieren. Kann ich dich nicht einfach umbringen? Vielleicht kann ich da hinten irgendwo lang. Das sehen die bestimmt nicht. Nein! Schön, wie der Stein schon blutet, bevor ich überhaupt an ihn rankomme. Ein paar Minuten später. Und ich bin wieder mal in irgendeiner Höhle. Ich kann kaum den Boden sehen, falls es überhaupt einen gibt. Ich sehe doch... Also entweder bist du blind oder... Ich habe keine Ahnung. Aber ich sehe da einen Boden. Und wieso sollte es keinen Boden geben? Es gibt immer einen Boden. Wo ist bloß der Boden hin? Ich sehe ihn nicht. Wieso liegen hier immer überall Skelette rum? Ich verstehe es nicht. Lassen die ihre Toten überall immer liegen? Oder spülen die einfach so den Fluss hinunter? Ich weiß es nicht. Dahinter muss irgendetwas sein. Oh, das ist nicht gut. Muss ich mich jetzt beeilen, oder was? Ja, schau noch dem Wasser zu, wie es die ganze Zeit steigt. Und beeil dich nicht. Oi, ich hasse es. Solche Sequenzen, wenn dann das Wasser hinter dir hochsteigt. Oder heißt das einfach nur, ich komme nicht mehr zurück? Oder ich muss zurücktauchen? Könnte natürlich auch sein. Wo muss ich hin? Was muss ich tun? Ich dachte, das Wasser steigt. Warum habe ich mich jetzt beeilt? Ist das etwa ein Herausforderungsgrab? Wo muss ich hin? Okay, dann schwimme ich eben mal zurück. Aber scheinbar hätte ich nie hier rein müssen. Das sah aber so offensichtlich aus. Ich bin genau den falschen Weg gelaufen. Woher hätte ich das denn wissen sollen? Ich dachte, das sei vielleicht... Also das habe ich eigentlich gar nicht gesehen, aber selbst wenn ich es jetzt sehe, denke ich mir, das ist doch der optionale Weg, oder nicht? Lara, wie läuft's? Ich bin über den Fluss, fast am Gefängnis. Hier sind überall Wachen. Wir sind unterwegs zum Fluss. Melde mich, wenn wir dort sind. Okay. Würde mich ja schon mal sehr interessieren, wie ihr denn hierher kommen wollt. Wenn ich schon so eine Meisterleistung an Rumklettern da überwinden muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr das auch hinbekommt. Also ich will euch jetzt nicht irgendwie dissen oder so, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Hallo. Unuratu. Die Schatulle ist nicht in Paititi. Ich weiß. Ich bin nicht gezwungen, Amaru zu folgen. Alles, wofür ich immer gekämpft habe, geht verloren. Aber das werde ich nicht zulassen. Komm mit, ich helfe dir. Es ist keine Zeit mehr. Jemand muss die Schatulle finden. Wenn die Sonne nicht aufgeladen oder die Welt neu erschaffen wird, sind wir alle verloren. Ich habe noch einen Hinweis. Glaube ich zumindest. Die Tattoos auf deinem Arm, Raya und Eclipse, dieselben Symbole waren auf dem Altar, in dem die Schatulle gewesen ist. Was? Was bedeuten die Symbole? Dieses hier zeigt mein Schicksal. Das Purpurfeuer von Chakchel. Und dieses hier zeigt die Vergangenheit. Es steht für Sinchichikwa, den letzten wahren Herrscher von Paititi. Sein Grab ist im oberen Teil der Stadt. Kannst du mich dorthin führen? Sie sind bereits dort gewesen. Wenn es dort etwas Interessantes gäbe, hätten sie es längst gefunden. Amaru hat den Hinweis nicht. Er weiß nicht, wonach er suchen soll.
Das Grab ist bestimmt schwer bewacht. Wir finden einen anderen Weg. Das wird gefährlich. Ich weiß. Wir finden immer einen anderen Weg. Dann sollten wir uns beeilen. Wie geht's, Ätzli? Gut. Durch ihn habe ich dich gefunden. Er müsste jetzt bei Uchu sein. Können wir nicht hier wieder raus, wo du reingekommen bist? Wow, cooles Dinner. Da eine Suppe, da eine Schüssel voll. Oh, die hat ja richtig gut gespeist. Okay, da kommen wir nicht raus. Ah, guck mal, da ist eine Wand. Was hätte die nicht selbst aufbrechen können? Dreimal kräftig dran treten, dann ist das Ding auf. Und jetzt fahren die wahrscheinlich unten auf dem Fluss mit einem Boot oder so. Jonah, ich bin bei Unuratu. Oh gut, Ätzli will mit dir reden. Mutter, wir schicken Verstärkung. Soll ich Uchu helfen oder mit der Ablenkung Boden erobern? Du hast das Sagen, solange wir getrennt sind, Ätzli. Traue deinem Instinkt. Was? Wo ist die hin? Ist sie gerade... Warum fahren wir nicht auf dem gleichen Weg? Naja gut, haut rein, habt noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Video zu Tomb Raider, beziehungsweise Shadow of the Tomb Raider. Gut, Jerry.